Zum Auftakt der Theatersaison geht es für das Theater Krefeld-Mönchengladbach direkt mit einem Spektakel los. Wer zu Saisonbeginn klassisches Theater erwartet hat, der ist hier falsch. Es wird bunt, schrill und sicherlich auch ein bisschen skurril. Der Meister und Margarita heißt das Stück und ist eine eigens für unser Theater geschriebene Inszenierung des gleichnamigen Romans von Michail Bulgakov. Regie führt die armenische Regisseurin Zara Antonyan. Einerseits wird die Geschichte des Meisters erzählt. Der Meister, ein Schriftsteller, lebt in Moskau der 30er Jahre. Zum einen geht es um eine innige Liebesgeschichte zwischen dem Meister und seiner Margarita. Andererseits aber auch um sein Buch, das ihn in Schwierigkeiten bringt. Pontius Pilatus heißt es. Eine Provokation im antireligiösen Russland der 30er Jahre. Du verstehst immer noch nicht, was das Problem mit deinem Poem ist. Unterbrich ihn! Also, obwohl du Jesus Christus in sehr schwarzen Farben gemalt hast, musst du dein Poem völlig neu schreiben. Immer wieder springt die Handlung hin und her zwischen dem Jerusalem im Altertum und der Moderne in Moskau. Und genau hier treibt aber auch noch ein anderer sein Unwesen, der Teufel. Besonders auffällig sind die Kostüme. Oft sehr abstrakt und künstlerisch anmutend gestaltet, haben sie auch eine Funktion. Потому что в спектакле поднимаются общечеловеческие проблемы, которые актуальны во все времена. Und genau das merkt man an vielen Stellen. Viele Themen spielen auch in unserem Alltagsleben eine Rolle. Lügst. Es steht dort nicht geschrieben. Zeugen die Menschen. Diese guten Menschen, Hegemon, die haben nichts begriffen und die verwirren alles, was ich gesagt habe. Ich fange an zu befürchten, dass diese Verwirrung noch sehr lange währen wird. Alles rührt daher, dass er falsch aufschreibt, was ich sage. Insgesamt ist das Stück ein sehr buntes, mitunter tiefgründiges Spektakel, das von der Andersheit seiner Regisseurin und einer ausdrucksstarken Darstellung lebt. Karten für die Premiere am 15. September gibt es noch. Projekt получился очень интересным, и я очень надеюсь, что он вам понравится.